Puerto Rico, welch ein Wunder der Natur, mit Sand so fein wie Puderzucker, Palmen wie im Katalog und ein Meer mit einer Türkisfärbung wie im Tuschkasten. Die gesamte Stimmung paradiesisch. Das Beste allerdings, die hübschesten Frauen der Welt kommen von hier. Nicht umsonst beheimatet die Insel 5 der Miss Universe. Was gibt es also Besseres, als die Insel zu erkunden? Und seien wir doch mal ehrlich, Frauen stehen auf richtig Power, ein straffes Fahrwerk und schöne, große, runde Kulleraugen. Mit anderen Worten, genau auf ihn. Genauer die dritte Generation des New Mini. Er ist größer und leichter geworden. Im Vergleich zum Vorgänger ist die Fahrzeuglänge um 98, die Breite um 44 und die Höhe um 7 mm gewachsen. Zudem ist der Radstand um 28 mm länger geworden. Mit jetzt 3,82 Meter ist der neue Mini gar nicht mehr so mini und bietet damit mehr Raumkomfort. Ideale Bedingung also, um die ein oder andere Schönheit von A nach B zu kutschieren. Dank eines Wendekreises von 10,80 Metern bleibt der Mini trotz zunehmender Größe schön agil und verliert auch in der dritten Generation nichts von seinem bekannten Go-Kart-Feeling. Auch das Kofferraumvolumen profitiert vom Wachstum. Dieses ist um 51 auf 211 Liter gewachsen. Bei umgeklappter Rückbank wird es noch mal deutlich mehr. Der bislang übliche Schlüsseleinschub wird im Cockpit des neuen Minis nicht mehr benötigt. Sobald sich der Fahrzeugschlüssel im Auto befindet, kann das Auto über die Start-Stopp-Taste im Zentrum der Mittelkonsole gestartet werden. Und wenn es drauf ankommt, lässt der Mini die Muskeln spielen. Er beschleunigt dank seiner 136 PS in 7,9 Sekunden auf Tempo 100. Die Höchstgeschwindigkeit liegt trotz 1,5 Liter Dreizylindermotor bei 210 Stundenkilometern. Dafür verbraucht er nach EU-Norm nur noch 4,5 Liter. Ich dachte, jetzt haben wir mal die Möglichkeit, uns ein bisschen zu unterhalten und vielleicht kennenzulernen. Aber sie interessiert sich dann doch mehr für das neue Infotainment-System im Mini. Mini Connected heißt das und das erinnert nicht nur von der Bedienung her stark an das iDrive von BMW. Hier hat man jetzt die Möglichkeit, an Bord mit seinen Freunden Kontakt aufzunehmen via Social Media oder einfach auch Musik aus dem Internet zu streamen. Neu ist auch die optional fest eingebaute SIM-Karte. Die sendet im Falle eines Unfalls direkt einen Notruf raus, der nicht nur die Position wiedergibt, sondern auch gleich die Schwere des Unfalls. Das macht das Ganze, wenn man auf unbefahrenen Straßen unterwegs ist, natürlich deutlich sicherer. Wahrscheinlich hat sie das gewusst und ist auch nur deswegen eingestiegen. Oder sie wollte einfach mal gucken, wo sich jetzt die Fensterheber befinden. Die sind nämlich aus der Mittelkonsole in die Türen gewandert. Ebenfalls geändert ist die Anordnung der Instrumente. Fahrgeschwindigkeit, Motordrehzahl sowie Kraftstoffanzeige werden mit Hilfe von übereinander gelagerten Rundinstrumenten angezeigt. Innerhalb der Tachometerskala befindet sich ein Farbdisplay für Check-Control-Meldung, Fahrzeugstatusanzeigen und optische Hinweise der aktivierten Fahrerassistenzsysteme. Für 520 Euro sinkt in Zukunft die Gefahr, sich während der Fahrt ablenken zu lassen. Dafür gibt es nämlich im New Mini ein Head-Up-Display, welches neben der Geschwindigkeit auch Navigationsdaten und Infotainment-Informationen anzeigen kann. Auch an die, die ihre Traumfrau bereits gefunden haben, wurde gedacht. Die Isofix Kindersitzhalterung auf der Rückbank gibt es in Zukunft serienmäßig. Die nicht gerade wenigen Schlaglöcher hier auf den Straßen leitet der Mini auch direkt an seinen Fahrer weiter. Daran ändert sich leider auch in der Komforteinstellung nichts. Ansonsten ist den Ingenieuren mit dem Dreizylinder eine richtig drehfreudige Spaßmaschine gelungen. Und es macht richtig Laune, mit dem Mini unterwegs zu sein. Auch weil im Innenraum jetzt einfach alles aufgeräumter wirkt und auch deutlich hochwertiger als in den vorherigen Modellen. Wem die 136 PS nicht reichen, für den gibt es ja noch das Topmodell Cooper S mit 192 PS. Und ich sollte mich jetzt mal ranhalten, denn schließlich habe ich heute Abend noch was vor. Auch unser Reporter musste feststellen, am Ende hat er nicht das meiste Interesse erweckt. Der Frauenversteher rollt noch im ersten Quartal des Jahres zu den Händlern und ist ab 19.700 Euro verfügbar.
Es geht aber auch ganz schnell über 25.000 Euro, wie bei unserem Modell, mit einigen Extras. Aber in die verliebt man sich auch ganz schnell.